Mal gucken, was jetzt passiert. IDFX. Wie gut, dass du es entkommen konntest. Inzwischen haben die Grobber schon Berlin, Hamburg und München eingenommen. Niemand konnte etwas tun, um sie aufzuhalten. Das Böse nimmt seinen Lauf. Die Grobber übernehmen langsam die Macht in Deutschland. Oh mein Gott. Also wir sind im Rathaus von Hamburg angelangt. So schnell. Okay. Also... Ihr könnt euch super teleportieren. Also ihr müsst in Berlin dieses eine Gebäude suchen, wo ich gerade reingegangen bin. Und da müsste irgendwo ein Teleporter sein. Da kommt ihr zum Rathaus in Hamburg. Also braucht ihr keinen Zug. Eben noch dort und jetzt schon bist du hier. Die Grobbertechnik steht vor dem Haus. Die Grobber haben hier ein geheimes Labor gebaut. Habe ich, sagen wir mal, gehört. Suche dieses Labor, bevor es zu spät ist. Na gut, dann suchen wir dieses Labor, bevor es so spät ist. Alter, der hat das so furchtbar synchronisiert. Aber ich glaube, den Synchronsprecher kenne ich irgendwoher. So, gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Das ist das Rathaus von Hamburg. Natürlich erstmal völlig ohne Menschen hier irgendwie. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier irgendwo was. Hier ist zum Beispiel was abgesperrt. Ja, ja, ja. Ich will da auch gleich rein. Das sind bestimmt auch die Aliens, die da die Tür öffnen. Wir können auch da runter. Hier hoch konnten wir, glaube ich, auch noch laufen. Ist da, glaube ich, auch ein Tor. Wir gucken uns einfach mal um. Oh, die Tür scheint verschlossen zu sein. Das ist schon mal herzallerliebst. So, hier unten ist auch eine Tür. Die ist ja völlig überdimensioniert. Diese Tür sieht sehr verschlossen aus. Vielleicht findest du etwas, um sie zu öffnen. Vielleicht finde ich etwas, um sie zu öffnen. Vielleicht eine Schlüssel. Ich habe eine Laserkanone. Ich kann die Tür aufbrechen. Aber nein, das geht ja nicht. Diese vermaledeite Logik. Ey. Okay, was muss man derzeit da suchen? Da sind drei Gegenstände oben aufgetaucht. Das ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Ein zerrissener Ordner und eine Person. So, was ist denn in dieser Tür? Die ist verschlossen, okay. Hier leuchtet was blau, aber hier hinten ist nichts. Das einzige Secret, das es hat, es leuchtet blau. Okay, was könnte sich hier oben befinden? Oh, Hallöchen. Verbessert sich dein Gesundheitszustand ein bisschen. Mädchen, ich hau dich gleich. Ich weiß, dass die mich heilen. Die sind ja nicht hier für umsonst so angelegt wie ein Kreuz. So, welche Türen nehmen wir denn jetzt? Wir haben sehr viele Türen hier. Ach, was sind das denn für welche? Huch, hey. Jetzt lass mich in Ruhe, du vermaledeites Vieh. So, wir haben sehr viele Health Points hier, aber den konnten wir sehr früh töten. Was ist denn das denn hier alles? Okay, was befindet sich hier denn eigentlich? Hier ist ein großer, runder Tisch. Mit Zeugs. Hier kann man sich hinstellen. Aha. Guck mal, sieht aus wie eine geheime Kammer. Aber wie kommen wir da rein? Ja, gute Frage. Irgendwas müssen wir da hinstellen. Guck mal, sieht aus wie eine geheime Kammer. Aber wie kommen wir da rein? Wie oft er das sagt. Sieht aus wie eine geheime Kammer. Aber wie kommen wir da rein? Ich glaube, da müssen wir einen Gegenstand dahin platzieren. Und ich weiß beim besten Willen nicht, wie man das bei diesem Spiel hinbekommt. Also, wir haben da einen geheimen Schalter ausgelöst, womit wir diesen einen Gegenstand kriegen. Yippie, Munition für dein Maschinengewehr. Was, ich habe ein Maschinengewehr? Seit wann denn das? Seit wann kann ich denn Waffen wechseln? Aha, guck mal. Sieht aus wie eine geheime Kammer. Aber wie kommen wir da rein? Diese Tür muss auf andere Weise geöffnet werden.
Okay. Suchen wir mal diese andere Art und Weise. Oh, das ist ein... Oh Gott. Deshalb braucht mir die ganzen Health Points hier. Weil er uns ordentliche Leben zusagt. Wegmacht. Ja, pass dich gut auf, wo du hintrittst. Ja, das könnte alles leicht zerbröckeln hier. So, aber hier können wir drüber springen. So, das geht wenigstens. Da geht's nach unten, okay. Ich glaube, das ist wieder ein Safe Point. Ja, vielleicht kannst du diese Statue auf die Platte stellen. Dann bleibt der Durchgang vielleicht offen. Tja, das kann man durchaus probieren. Und diese Flaschen sind sehr überdimensioniert, wenn man sich mal den Tisch anschaut. Der Tisch ist allgemein viel zu... Also, irgendwie sind wir viel zu klein. Wir sind ein viel zu kleiner Held. Wir sind erstmal auf der Tischkante drauf. Wir können durch die Flaschen laufen. Die Bücher leuchten. Was wollen die uns damit sagen? Die Bücher leuchten? Ah, die heiligen Bücher. Okay. Was ist das denn? Müssen wir das mal stehen lassen, so. Also, die Technologie in diesem Rathaus ist sehr eigenartigst, aber auch irgendwie interessant. Da seht ihr mal, dass Hamburg doch ein bisschen technologisch fortschrittlicher ist als jede andere Stadt. So, dann platzieren wir mal. Genau. Das hat geklappt. Der Durchgang ist offen. Und jetzt? Oh ja, nichts wie hin. Jetzt muss ich bloß an das Ding da rankommen. Vielleicht über den Tisch? So. Jetzt haben wir das eine Ding. Aber da ist ja noch dieser Durchgang und... Das hat geklappt. Der Durchgang ist offen. Und jetzt? Oh ja, nichts wie hin. Jetzt müssen wir bloß erstmal gucken, wofür wir dieses Ding brauchen. So. Dann gucken wir mal, was wir das brauchen. Jetzt können wir hier erstmal nicht durch. Nicht mal zur Seite kommen wir durch. So. So könnt ihr schon ganz ordentlich. Da. Müssen wir echt schnell durchlaufen. Okay, was haben wir hier? Ah, da kommen wir durch. Und haben einen Schlüssel. Ein Schlüssel. Vielleicht passt er ins Schloss. Weiß ich nur welches. Scheinbar nicht in dieses. Aber ich wüsste da etwas, wo wir das platzieren könnten. Und die Tür, die macht mich wahnsinnig. Die öffnet sich in meine Richtung, was eigentlich total doof ist. Wir könnten theoretisch hier runterspringen, aber ich glaube, das kostet uns Leben. Dann lauf einfach mal da runter. Ja, Mann! So, das nehmen wir uns noch. Wir nehmen uns das Leben. Ja. Ich bin total witzig hier. Ich habe auch irgendwie gelesen, das Spiel soll total ermüdend wirken. So, wie kommen wir denn hier eigentlich raus? Also wir haben einen Schlüssel. Ich glaube, wir müssen doch irgendwie dadurch. Ich finde es interessant, wie sich die Tür da erstmal so... Upla. Geht's denn hier lang? Von beiden Seiten, ey, das ist doch... Das ist doch gemein. Und wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Oh, oh. Nein, wir sind tot. Nein. Oh Gott. Nein. Ah, siehste, das ist tatsächlich ein Speicherpunkt, den wir da bekommen haben. So, wir haben die Statue, wir haben den Schlüssel. Jetzt müssen wir theoretisch nur noch nach unten. Ich will mal WASD drücken, aber das hat er sich ja nicht gemerkt. Der blöde Dödel. Was ist denn eigentlich, wenn ich hier runterspringe?
Da verlieren wir kein Stück Leben. Aber trotzdem bringt uns das nichts, weil da ist ja immer noch zu. Und durch einen Umweg kommen wir ja auch nicht da rein. Schade. Das ist einfach nur, damit wir hier wieder hochlaufen können. Tja, ich glaube, wir müssen doch tatsächlich in diesen Raum hinein. Und ich wusste ja vorher nicht, was da drin ist. Oh! Wow, jetzt bist du vorübergehend unverwundbar. Ach toll. Also ist da jetzt das Ding weg und dafür was Unverwundbares. Also vorübergehend sind wir unverwundbar. Das ist schön zu wissen, aber wir brauchen ja etwas zum Öffnen dieser einen Tür. Und die ganzen Türen hier sind verschlossen. Auch sehr herzallerliebst. So. Ach so, wir sind jetzt wieder in diesem Raum hier. Ja. Das hat geklappt. Der Durchgang ist offen. Und jetzt? Oh ja, nichts mehr. Hier könnte man auch irgendwie hinter, aber das kriegen wir offenbar nicht mehr hin. Und es ist wirklich sehr unkomfortabel, so das Spiel zu steuern, weil, ja, das hat er wirklich auf die Pfeiltasten ausgelegt und das wollte ich nicht. Weil mit WASD lässt es sich wesentlich komfortabler steuern. Ich kann auch nur mit der Maus, mit Tastatur steuern. Dann nennt man einen Kompromiss. So, haben wir ein bisschen Leben eingesammelt. Da müssen wir uns echt mal umschauen, wo wir jetzt noch hinlaufen können. Hier waren wir ja schon. Es ist auf jeden Fall für eine verschlossene Tür. Ich kann mir auch ungefähr denken, welche der meint. Aber mal gucken, wie wir da hinkommen. Wozu diese Bücher hier leuchten. Okay. Huch, 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 huch. Da kommen wir ja nur zu den einen Raum hin. Hm. Mal gucken, was will uns diese Spielelogik eigentlich sagen? Ach so, vielleicht sollte man mal nicht das blaue Knöpfchen drücken, sondern mal das rote. Wir drücken mal das rote Knöpfchen, mal gucken, wo uns das hinbringt. Muss man da echt schnell durchlaufen, oder? Wir kommen aber trotzdem nicht zu der Tür. Müssen wir hier durch? Hä? Wie kommen wir da hin? Also wir müssen irgendwie vorwärts. Zu dieser Tür da vorne, aber wie kommen wir da hin? Oh, natürlich. Party! Juhu! Komm, ich erwisch dich! So. Hoppla! Was ist denn hier gerade explodiert? Okay, viel Leben haben wir echt nicht verloren. So, jetzt müssen wir bloß irgendwo raus. Hier sind mehrere Türen zum Glück. Oder zum Unglück. Je nachdem. Hier durch? Vielleicht dadurch? Es sind mir viel zu viele Türen hier. Viel zu kompliziert. Hier können wir die Treppen nach unten laufen, aber ich glaube, da warten wieder Aliens auf uns. Okay, wir sind auf der anderen Seite. Also müssen wir theoretisch jetzt in der Lage sein, die Tür unter uns zu öffnen. Weil für die, da wurde tatsächlich gesagt, dass die zu ist. Perfekt. Es hat geklappt. Die Tür ist offen. Die kriegen wir schon noch klein. Jetzt schnell weiter. Weiß ich bloß wo. Oh. Ist ja eine ordentliche Party. Dass da erstmal der Ton unterbricht. Hallöchen. Oh, Alter, was ist denn hier los? Alter, der hat ein ordentliches Geschoss. Das hätte ich gerne.
offener Kamin. Warte mal, schau mal hinter den offenen Kamin. Vielleicht findest du dort etwas. Du hast schon genug Munition für deine Waffe. Für welche Waffe denn? Ich kann ja nicht wechseln. Das ist komisch. Ach, mit den Tasten kann ich auch steuern. Interessant. Aber mit WASD kann ich nicht steuern. Das ist doof. Ich gucke einfach mal. Ich probiere mal alle Tasten durch. Aber da findet sich offenbar nichts für einen... Huch! Waffenwechsel. Pause können wir auch machen. Nee. Mit Steuerung können wir auch schießen. Aber Waffenwechsel, weiß ich jetzt gar nicht, wo das ist. Komisch.